Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir sind jetzt hier komischerweise in Lagos angekommen. Oder Lago? Lago. Kopfgeldjagd, Scharkier oder Wüstenlöwe. Aber den will ich jetzt nicht erledigen. Ich würde gern aber auch hier Vatras irgendwie befreien wollen. Wir passen auf. Aber ich komme hier sonst nicht rein zu ihm. Und ich weiß jetzt nicht, wie wichtig das hier noch sein wird, um an Vatras zu kommen. Ich würde aber gerne mit Vatras reden wollen, der da drin ist. Aber ich glaube, hier gibt es sonst nichts. Was macht er denn da in der Truhe? Rubutz? Kann er mich nochmal... Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ne, der kann nur Stärke geben. So. Wie war denn das jetzt eigentlich mit diesen, wir haben hier eigentlich noch so Tempeln irgendwo. Warte mal, Karte der Tempelschlüssel. Viertel der Heiler, Tempel, Schule der Krieger, Ruinen der Toten, Häuser der Priester, alte Bibliothek. Ich glaube, das ist hier. Also... Hier das Gebiet. Vor allem hier 1, 2, 3 Tempel. Hier noch irgendwie was. Gibt es da noch irgendwie Möglichkeiten oder sowas? Ich würde vielleicht mal zu dem einen Tempel da hinten gehen. Den haben wir ja größtenteils schon ausgeräumt. Also den da. Der müsste eigentlich frei sein. Da müsste nichts mehr sein. Die ganzen Untoten sind ja weg, die Zombies und so weiter. Vielleicht besuchen wir jetzt einfach mal die ganzen Tempel und gucken, was wir da zustande kriegen. Das sind ja die Tempel der Bau. Ah, die Orks sind ja noch da. Hier gab es sonst gar nichts mehr. Und ich weiß jetzt nicht, wofür wir hier sonst die Tempelschlüssel brauchen. Warte mal, das sieht aus wie eine Tür. Das hier auch. Ich kann damit aber nichts machen. Gibt es hier vielleicht irgendwie noch was? Kann man die öffnen? Ich höre hier auf jeden Fall noch was rumstampfen. Aber ich verstehe jetzt nicht. Also unten, das sind definitiv drei Türen. Ich verstehe bis jetzt nur noch nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht muss ich die einfach irgendwo anders öffnen. Gibt es hier irgendwo was? Krieger. Dolok? Noch ein Krieger. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Hier haben wir, glaube ich, auch schon alles. Ah, der war am Stampfen. Okay.
Gegen den will ich aber dann mal nicht antreten. Oder vielleicht machen wir uns erst einmal in diese Richtung auf den Weg zu Myxia und Saturas und suchen da mal die Tempelschlüssel. Vielleicht können die uns dann erklären, was wir machen müssen, um da reinzukommen und diese Türen zu öffnen. Sind wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Ist da eigentlich schon die Richtung eher? Okay, ich höre hier wieder was Großes. Irgendwie müssen wir ja die Tempel ja öffnen können, ne? Ich sage aber auch so, sobald ich dieses Let's Play durch habe mit Gothic 3, ich schaue mir auf jeden Fall an, wie andere das gespielt haben. Also ganz besonders werde ich mir das mal bei Hel ansehen. Ich weiß jetzt nicht, ob Umu das auch gemacht hatte. Oder Kiyomi. Obwohl, Kiyomi hat das nicht auf YouTube hochgeladen. Da wird es schwierig sein. Die hat das nur im Stream gemacht. Da haben wir wieder Snapper. Aber die haben Fleisch. Oder warte mal, ich speichere vielleicht einmal nochmal so. Und guck mal, wie gut wir auf alle auf einmal eindreschen können. Jo. Okay, das war gar nicht gut gelaufen. Gegen 3 auf einmal, klar. Aber gegen 4, vor allem mit einem Biss, also die haben 3 Stück auf einmal gleichzeitig zugebissen. Da war richtig viel Leben weg. Zwei schaffe ich wohl, oder? Was ist jetzt mit den beiden? Und mit ihm? Hey, hier geblieben. Ich wollte schon sagen, was ist mit dem? Das war ganz komisch. So, aber wir haben wieder Fleisch. Und ich höre da noch mehr Snapper. Können wir speichern und dann gehen wir hier rein. Und suchen mal, da sind noch mehr. So, wenn wir kurz noch mal auf die Map schauen. Wir sind ja jetzt warte. Okay, erst einmal schauen. Ich glaube, wir müssen uns erst einmal orientieren. Da ist ja der Tempel.
So. Und hier ist dieses große Kreisding. Das ist das hier. Alte Bibliothek. Das war dabei den Snapper. Warte mal. Okay, also müssen wir... Ah, Steintafel der Priester. Haben wir noch eine gefunden? So, Ruin der Totenwächter haben wir noch nicht, aber hier... Oder waren das diese Steintafeln, die wir suchen müssen? Aha, hier noch eine Steintafel. So. Hier noch ein Heilding. Eine Schriftrolle der Heilung. Noch ein Ogerblatt. Noch eine Kaktusblüte. Ist das noch eine Steintafel da? Nee, das ist keine Steintafel. Ein goldener Ring. Das ist ja Karte der Tempelschlüssel. Also hier muss irgendwo... Oder warte mal. Tempelschlüssel haben wir ja hier. Für den Tempel Al-Shedim. Morasul. Zwei haben wir schon. Drei für Morasul haben wir. Kann das sein, dass wir den vielleicht schon haben? Oh, hoppala. Ich muss vielleicht ganz genau auf die Karte gucken. Wenn der hier sein soll. Der muss irgendwo hier sein. Dann haben wir den wahrscheinlich schon. Gehen wir mal zum nächsten. Und gucken da. Der nächste wäre Ruin der Totenwächter. Und ich glaube, den haben wir auch schon, vermutlich. Ich hoffe, die sind nicht mehr da. Ich hoffe, die Toten sind hier nicht mehr da. Sieht auf jeden Fall sehr leer aus. Was in der Truhe? Vermutlich ja. Die hatten wir noch nicht geknackt. Ah! Finde den vierten Schuss von Al-Shedim. Ah, das ist Al-Shedim. Okay, warte mal. Dann... Nee, hier. Al-Shedim. Nee.
für den Tempel von Al-Shedim. Al-Shedim. Morasul haben wir 3. Und Al-Shedim haben wir schon mal 2. Okay. Das heißt, wahrscheinlich den und den haben wir. Der, der und der fehlen noch. Und die sind in solchen Truhen drin. Und was machen wir eigentlich mit den Steintafeln, die wir jetzt eingesammelt haben? Wenn wir jetzt... Wo sind wir jetzt genau? Ich dachte, das wäre wieder eine Steintafel. Hier liegt noch ein Schwert. Oh. Hoppala. Ein bisschen zu viele Varane, aber der ist alleine. Ach ne, das ist normale Varane. Okay, ich dachte schon, ich gehe jetzt drauf. So. Und so. Und so. Dann machen wir den auch noch fertig. Hey, mein Kleiner. Du gibst 100 Erfahrungspunkte. So. Und nochmal. Ich brauche wieder einen Alchemietisch. Das können wir speichern. Schule der Krieger ist das da wahrscheinlich. Ah. Ja, komm her, mein Kleiner. Hinter mir sonst keiner, ne? Ich steck hier fest. Blüte. Den kann ich nicht looten. So, und noch mal ein bisschen was snacken. Gesundheit, mein Kollege. Mhm, hier haben wir Snapper. 2, 4, 6, 7. Die ich sehe. Ich hoffe jetzt nur keine Untoten. Oh, komm, wir gehen mal an denen vorbei. Da hinten haben wir wieder Varane. Ich bleib aber noch bewaffnet. Hier haben wir wieder so einen seltsamen Pilz. Ich verstehe das mit den... Figur der Krieger. Da ist noch eine Figur der Krieger. Und noch ein seltsamer Pilz. Wir haben 2 Figuren der Krieger. Ich weiß nicht, wofür wir die brauchen.
Okay, hier komme ich so nicht hoch. So. Noch ein seltsamer Pilz. Der hat mir ein Visier, okay. Aber der kommt nicht an mich ran, kann das sein? Aber wir machen das so. Der kommt eh nicht an uns ran. Dem Kopfschuss und mehr Schaden? Ich bin mir da nicht sicher. So, also, nicht während eines Kampfes. Wer hat mich hier noch im Visier? Da hinten. Wer hat mich noch im Visier? Oh. Oder der? Der auch? Ist zwar nicht die mutigste Art, aber... besser als Heiltränke zu verschwenden. Aber diese Viecher erinnern mich ein bisschen an Skorpionkönig hier. Den Film. Ein ganz alter Schinken. Der ist erledigt. So. Der hat auch noch Aggro auf mich. Kriegen wir es hin, dass die uns nicht mehr im Aggro haben? Okay, der verschwindet gleich. Irgendwann ist er doch dran. Ja. Okay. Alte Truhe. Jetzt können wir darauf machen. Okay, ein Heilplan wenigstens. Ein paar Pfeile wieder. Hier noch eine Figur der Krieger. Da ist ja noch eine. Wie viele von denen gibt's denn? So, Truhe. Ah, hier, Tempelschlüssel. Finde den dritten Tempelschlüssel von Al-Shaddim. Da oben ist auch noch wieder eine Figur. Ich weiß nicht, wofür wir die brauchen, aber ich nehme die alle mit. Ich weiß jetzt nicht, ob die einfach nur so da sind zum Verkaufen, ob das Questgegenstände sind. Würde ich gerne rausfinden, was Questgegenstände sind. So, aber hier haben wir zumindest schon mal den Schlüssel gefunden. So, dann führt der Heiler in die Richtung.
So, das heißt eigentlich, wir können hier im Grunde speichern. Und hauen die hier zu Klump. So. Euch verkaufe ich auch noch. So, das mit seltsamen Pilzen finde ich aber auch immer noch interessant. Ich weiß echt nicht, wofür die sind. So, einen Moment. Wo sind diese Figuren eigentlich? Schattenzepter. Hier, 5 Figuren der Krieger. Eine kleine alte Figur. So, die nehmen wir auch noch mit. Was passiert, wenn wir einen so einen Pilz essen, so einen seltsamen? Die haben wir ja hier. Dieser Pilz ist irgendwie komisch. Was ist passiert? Die Musik hat sich verändert, aber lag das jetzt am Pilz oder? Ich glaube nicht, dass es am Pilz lag. Da haben wir 2 Wachen, das sind aber jetzt Nomaden, ne? Die sind jetzt nicht uns gegenüber feindselig. Hoffentlich. So, Dietrich nehmen wir mit. Jetzt gucken wir nochmal auf der Map. Wir sind eigentlich schon hier richtig. Sei klug, der Heiler. Also hier muss irgendwo eine Truhe sein mit dem Schlüssel, gehe ich mal von aus. Hier noch ein Krug der Heiler. Eisenhain. Ach genau, die sind dort. Nomade, Nomade, Nomade und Pac-Man waren das. Vielleicht irgendwie um den Turm herum. Ne, ich komme hier nicht durch. Hier auch nicht. Super. Wie soll man da hinkommen?
Hier ist noch ein Korb. Hier sehe ich jetzt keinen Schlüssel. Keine Truhe, meine ich. Wo potenziell ein Schlüssel drin sein könnte. Oder kann es sein, dass wir den von Lester bekommen hatten? Der hier war. Wäre vermutlich auch möglich, ja? Es muss schon in dem Gebiet hier sein, den Abschnitt. Können wir mal mit Pac-Man reden? Na, ich kann nur Taschendiebstahl machen. Ich versuche mal von oben zu gucken. Vielleicht entdecke ich noch was. Müsste eigentlich in dem Bereich hier sein, ne? Dort. So, wenn wir hier nochmal gucken. So, wir haben Klug der Heiler. Figur der Krieger. Steintafel der Priester, 5 Stück. Das müssten wahrscheinlich auch 5 Krüge sein, ne? Also dem 1, 2, 3. 3 Schlüssel haben wir von 5. Wie viel fehlt uns noch? Eigentlich nur noch die alte Bibliothek, oder nicht? Und ist einer vielleicht noch im Tempel, oder? Hier haben wir. Hier haben wir auch. Hier bin ich mir nicht mehr sicher. Hier könnte sein, dass wir vielleicht doch schon haben von Lester bekommen. Peter noch irgendwie was braucht bei den Schlüsseln? Nee. Vielleicht brauchen wir auch 5 Krüge, damit wir die überhaupt erst sehen können, den Dings. Hatten wir den schon? Den hatten wir noch nicht. Nicht runterfallen. Es sind ja immer 5 Gegenstände, die da zugehören. Sage ich jetzt mal so. Nee, den hatten wir schon. Genau, hier. Nein, jetzt steckt wieder fest. Gibt's hier nicht noch vielleicht doch eine Truhe oder so? Ich
versuche das System zu verstehen gerade. Also kann sein, dass wir vielleicht noch gefühlt 1000 Jahre brauchen, bis wir das verstehen. Aber ich sehe keine Krüge mehr. Ich glaube, die sind auch nicht mehr existent. Kann ich vielleicht so ein bisschen rauszoomen, um mehr zu sehen? Oder ist hier hinter noch was? Nö. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich mag es nicht, wenn so weit rausgezoomt ist beim Zocken. Hier, gibt es hier vielleicht auch noch was? Zählt das auch noch dazu? Da brennt irgendwas. Ach so. Hier gibt es nichts. Hier gibt es nur so einen Pilz, einen Morgentau. Ah, okay, hier sind... Onatas? Ich komme von Wutas, wir werden die Orks angreifen. Welche Orks jetzt? Die, die hier nicht mehr existent sind? So, ich speichere einmal. So, alles Nomaden. So. Ich komme von Wutras. Wir werden die Orks angreifen. Gut, die Orks werden keine Zeit mehr haben zu bereuen, dass sie hergekommen sind. Wie ein Sandsturm werden wir über sie kommen. Ja, ja. Hauptsache, ihr kämpft mit. Wir sind bereit. So, okay. Haben wir da... Wir haben... okay. Da sind wieder zu viele Snapper. So, aber ich frag mich... Frage, wo die Schlüssel sind, die wir jetzt suchen. Suchen wir mal vielleicht erstmal wieder Wutras, beziehungsweise wir legen uns einmal schlafen, falls wir hier ein Bett finden. Hier gibt's eins. So, bis zum nächsten Morgen. Ich habe nicht von Ihnen eins bekommen. Oder komm mit. Da mal los. Ich könnte seine Hilfe gebrauchen. Genau, die alte Bibliothek. Da waren wir noch gar nicht. So, Lester. Ich hoffe, er überlebt dort alles. So,
Schwester, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Du musst auch draufhauen. Lester, das schafft er wohl, oder? Lester, ich glaube an dich. Nein, da kommt noch mehr. Nein, wo kommen die denn alle her? Lester! Hier kommen die aber nicht ran, oder? Yo. Ich hoffe, Lester überlebt hat. Ich hasse die Viecher. So. Okay, Nein, nicht auf ihn. Wer hat mich jetzt im Visier? Okay, keiner. So, aber hier kriegen wir wieder Fleisch. Ach, da oben. So, komm die hier hin. Ich gehe mal zu den anderen. Da ist ja auch noch Fleisch, die wir brauchen. Oh. Natürlich kommen die jetzt alle. Jetzt habe ich ein Problem. Lester, ich glaube an dich. Ich bin irgendwie wie so ein richtiges Mistkerl. Nein! So, ein bisschen Abstand. Die sind aber richtig schnell. So, hier jetzt. Heiltrank. Ernsthaft? Nein, ich habe zu spät gespeichert. Und so viel zu lange her, wo ich gespeichert hatte. Das ist ja mies. So. Ich komm. Das hatten wir. Dann speichere ich das. Hier. Hey, wo war. Müsste nicht hier so eine Quest sein? Nee. Finde den vierten Tempelschlüssel von Morasul. Öffne den Tempel von Al-Shadim. Hast du schon Schlüssel gefunden? Dachte ich mir doch, dass du deshalb hier bist. Einen habe ich gefunden, bei den Ruinen der Heiler. Ah, okay. Pass auf, Tankosch will das Artefakt für sich. Also, wenn wir in den Tempel gehen wollen, sollten wir ihn und seine Orks erst loswerden. Was macht ihr hier? Wir öffnen den Tempel, Mora. Und du? Warum hast du keine Schaufel und Buddels? Al-Shadim. Okay. Von Lester haben wir einen Tempelschlüssel. Al-Shadim. Haben wir drei Schlüssel. Also alte Bibliothek, den haben wir und den haben wir. Also Häuser Priester und alte Bibliothek fehlen uns dann wahrscheinlich. Hm.
Jo, Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich habe da Besuch mitgebracht. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Es gibt einfach zu viele von den Biestern. Was sind das? Gargoyles, ne? Da kommt noch einer. So macht man das. So, und da hinten ist noch einer alleine gegen einen. Aber echt. Ich treffe den gar nicht. Wieso treffe ich den nicht? Elendes Drecksvieh. So, einmal speichern und die kämpfen jetzt gegen Snapper da hinten, oder wie? Schon wieder eins von den Viechern. Und Sandcrawler. So, da ist der nächste. Die sind jetzt richtig am Arsch hier. Gut gemacht. Jo, die werden hier alle draufgehen. Hier ist der nächste. So, der ist tot, aber der hier noch. Der ist hinter mir her, ganz klar. So. Ein Heiltrank brauche ich jetzt ganz dringend. Und den da noch. Alter, da kommen ja noch mehr. Gut gemacht. Alter, hier einfach mal Krieg gegen die Natur. Ja, ihr kommt, ich will da hoch. Wenigstens bin ich hier jetzt nicht alleine. Und da haben wir eine Kiste. Wo geht der denn jetzt hin? Die sterben mir hier gleich alle. So, den haben wir auch erledigt. So. Alter, die verteilen sich hier überall. Jo, jetzt muss ich aber. So, wie weit sind sie?
Da hinten ist wahrscheinlich wieder ein Gargoyle, kann das sein? Ja, Gargoyle oder Sandcrawler. Einmal speichern. Okay, da kommen schon die nächsten beiden. Nein! Keine Ahnung, was das ist, sagt man. Das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. So, da sind wieder zwei hinter mir her, natürlich. Nein, ist doch nicht der. Das ging so gut. Herrlich. Ist jetzt Krieg gegen Sandcrawler, Snapper und Gargoyles statt gegen Orks. Okay, der hat. Okay, jetzt wenigstens nur einer. Da kommt schon der nächste. Ah, ne, jetzt kommen die wieder. Zu zweit, einen Moment. So, ein bisschen Abstand gewinnen. Vielleicht noch einen Energy trinken. Ist doch nicht dessen Ernst. Ein bisschen hasse ich es gerade, aber... Aber kriegen wir noch hin, ich hoffe es. Natürlich haben wir wieder zwei an der Backe. Ja, der hat einen erledigt. Vielleicht mal ein bisschen auf Abstand. Der ist mir zu nah. Hier vielleicht? Schnell! Kommt er hier hoch? Ich hoffe nicht. So, jetzt aber. So, den haben wir. So, nochmal ein Trinken und das können wir dann speichern. Das hört aber auch echt nicht auf mit denen gerade. Vor allem, das sind aber auch extrem viele hier. Der ist erledigt. Gut gemacht. Das war's für dich, Mistvieh. So, den da jetzt noch eben.
hasse die Viecher. Okay, und jetzt den Gargoyle da hinten. Falls der noch lebt. Ganz wie du willst. Das wird gleich alles andere als gut. Der hat mich auch noch erwischt. Da! Das war's für dich, Mistvieh. Das war aber auch ein Kampf gerade. Kann ich den looten? Ja. Ja, renn du in die Snapper, natürlich. So, dann haben wir hier noch... Ich habe irgendwo eine Truhe gesehen. Können wir die Minecrawler... Ne, die Snapper könnten wir looten, ne? Das gibt auch wieder Fleisch. Immerhin. Das war aber auch irgendwie auch unnötig, eigentlich, der Kampf. Den gegen die alle habe ich jetzt... nicht begonnen. Ich hatte nur die Gargoyles geholt und dann kamen alle an. Klar, ein paar Erfahrungspunkte haben wir verloren, aber immerhin auch einiges dazu bekommen. Und wir hatten ja, wie soll ich sagen, also Unterstützung. So. Hier die Truhe. Hier haben wir den Schlüssel. Fünften Schlüssel, Tempelschlüssel von Al-Shedim. Nein, komm, hoch. Na, egal. Einmal nochmal speichern. Den Schlüssel haben wir jetzt. Dann fehlt eigentlich nur noch der Priesterschlüssel. Kann das sein? Nee, warte, den hat doch Saturas. Den Schlüssel der Priester. Ein Sandcrawler ist da noch. Und Saturas wollte uns den nicht aushändigen, ehe wir die selber haben. So, Bett, legen wir uns hin. Interessant, dass er von der Seite schlafen gegangen ist. Und ich finde schön, dass der hier einfach tot bleibt. Und der da auch. Aber dann müssten wir dann eigentlich mit Saturas zusammen alle haben, oder? Alle Schlüssel. Vorausgesetzt, ich finde jetzt den Weg hier zu ihm. Mix hier? Nee, ich wollte wohl Mix hier. Kann ich ihm... Nee, ich kann ihm Dinger wahrscheinlich nicht verkaufen. Wo ist das? Da. So, aber das... Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge reden wir mal mit Saturas. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!